Yo, morgen Leute, besser gute Nacht. Nein, so früh ist es doch nicht. So früh ist es noch nicht. Aber, ne, ihr seht, wir sind mega ausgeschlafen. Morgen. Haben mega Bock. So gar nicht. Aber meine Güte, wenn's Training muss, dann muss es, ne? Ja, muss. Ihr seht, der Alex kann noch quatschen, der ist gerade beim Warmmachen. Kreuzheben, Tag 29, zweite Phase der Bostrad-Formation läuft. Ja, seit heute. Genau. Schön ist, wir dürfen endlich essen. Ja. Gerade der Alex. Und das war ein Genuss heute Morgen. Einfach Dinkelflocken so mit Shake und Milch und so. Man hat schon vermisst, ne? Ja, war schon geil. So, ja, wir gehen jetzt mit der Wiederholungszahl runter pro Satz. Wir hatten vorgestern erst Rücken, heute wieder und Schlaf noch halt. Ja. Also ich weiß nicht, wie das heute gewichtmäßig klappt. So, man hätte jetzt gedacht, Stärkezuwachs für, muss sein, aber... Für die Einstellung gibt es erstmal einen, das sagt man nicht davor. Ja, das sagt man nicht vor der Kamera, ne? Dann bekommst du natürlich trotzdem noch keinen. Man sagt nicht, dass die Gewichte nicht hochgehen. Ach so. Die gehen immer hoch. Ach, positive Einstellung. Genau, auch wenn man so müde ist wie wir beide. Ja. So, aber dann, wenn die hochgehen, dann kannst du ja loslegen. Jetzt. Ja, ich leg los. Ich dachte für die Anti-Haltung. Ja, hey Leute, so wie ihr wahrscheinlich gerade eben im Video gesehen habt, war ich heute nicht dabei im Studio. Ich bin jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wir haben kurz nach 12 oder was, jetzt gerade hier in Hamburg angekommen. Bin hier morgen in Hamburg bei Greenpeace am Arbeiten, war heute noch in Bamberg bei Michelin und hab da was zum Thema Schichtarbeit erzählt. Ja, jetzt gerade hier auf dem Weg noch spontan, ich dachte, das ist ein bisschen einfacher mit der Hotelsuche, hat sich relativ schwierig dargestellt und jetzt haben wir hier so ein Apartment gemietet, was aber im Endeffekt mein Glück war, also Fitnessstudio jetzt um kurz nach 12. Motivation nicht mehr allzu groß, weil ich morgen um 7 auch wieder raus muss. Aber es juckt mich natürlich, was zu machen. Bostrafo geht weiter. Heute steht Rücken an. Und ja, welch ein Glück. Haken in der Decke, zwei Stück. Keine Ahnung, wir sind in Hamburg, wofür diese Haken da sind normalerweise. Ich denke mal, wir haben gewusst, dass hier jemand hinkommt, der jetzt gerade die Trafo macht und Tilexpander dabei hat. Genau an das Training kann ich mich jetzt nicht halten. Erste Übung Kreuzheben. Ich könnte jetzt vielleicht hier meinen Laptop 20 Mal hochheben, aber das wird vom Gewicht her nicht reichen. Deswegen, ja, mache ich mal alternativ das, was geht am TRX. Sollte man immer auf Reisen dabei haben, kann man auch überall woanders festmachen, am Baum oder wo auch immer. Genug geredet, ich starte jetzt mit dem Rücken-Workout. Schaut es euch an. Duncan startet hier mit 120. 30. Ja, oder 130, pardon. Ja, 130 Kilo Kreuzheben. Schön. Ja. Und dem einen oder anderen findigen Beobachter wird aufgefallen sein. Duncan geht jetzt schon tiefer runter. Sehr gut. Geht jetzt schon tiefer runter, die ersten auch bis zum Boden. Das machst du aber nicht bis zum Schluss immer durch. Und jetzt kannst du natürlich mal erklären, warum. Du wolltest in die Tafel kommen. Warum? Weil das bei mir mit der Beinrückseite einfach nicht so mitmacht. Ja. Beim Bizeps? Bei meinem Bizeps. Aber das ich trainiere. Kurz, ne? Genau, ich habe nicht so viel. Aber ich trainiere, dass das funktioniert. Mit dynamischem Dehnen und so und Beweglichkeitsübungen, ne? Sieht man ja. Okay. Genau. Marsch? Ja, alles zu früh. Heute ist klassischer Montag mal. Jetzt gibt es auch noch Montag. Ja. Und ich weiß nicht, ob es an der Ernährungsumstellung liegt oder sich heute irgendwie Magenfaxen. Ja. Ich habe mir jetzt halt jemand in den Magen gestochen. Ach, auch noch so Schmerzen dabei? Ja, so ein bisschen. Okay, ja, Ernährungsumstellung, denke ich mal auch. Weißt du, so, ja, kam heute Morgen direkt beim Frühstück schon, ja. Eigentlich zu schnell. Ja, aber du hattest ja gestern schon so, weißt du, und heute ja, den zweiten Tag direkt so. Gestern war ja noch regulärer Ladetag der Phase 1 und heute dann, ab heute die kompletten. Ja. Genau, deswegen denke ich mal, dass das so ist. Komm.
60 Kilo waren eben schon voll schwer im Aufwärmen. Fandst du nicht? Es geht. Ich fand, die 130 gingen jetzt auch gut. Ja, jetzt noch so eine Mucke drunter. Ist das schön? Ja. Geht noch was. Ja, einfach zu früh. Ja, 130 geht schon. Alternative zum Kreuzheben. Duncan wagt sich schon an die 140. Oh. Oh. Zu viel? Ja. Alles gut? Ja. Gut. Ja, für mich auf jeden Fall runter nochmal. 130. Aber auch direkt schon nach dem ersten Kopf vorbei. Ja, ey, bei mir war auch bei 140 letztes Mal im Kopf vorbei einfach. Mit dem habe ich das nicht mehr versucht. Ja, letztes Mal ging es ja eigentlich ganz gut, da war ja die 6 drin, bis die Hand aufgemacht ist. Ja. Weil wir rutschig waren. Jetzt gerade im ersten habe ich schon gemerkt, das ist scheiße. Da war vorbei. Ja, ging jetzt nicht schlecht oder so, aber irgendwie unangenehm. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal 10 runter. Ja. Ja, bewahr mir aber die 130 im Kopf für nächsten Mal, ersten Satz. Ich schreibe das bei mir mit auf. Ja, habe heute natürlich meinen Plan noch nicht ausgedruckt. Enttäuschend. Hashtag Schnellhefter-Game. Leider versagt zur zweiten Phase. Wenigstens einstellbar, ne? Ja. So, dann gucken wir doch mal, ob wieder als nächstes Latzu kommt. Ich weiß ja nicht. Der Danke noch regt sich schon auf, weil da hinten ein Fahrrad irgendwo da geparkt wird. Auf dem normalen Parkplatz, obwohl wir hier vorne einen Fahrradständer haben. Also auch beim Duncan merkt man die Testosteronausschüttung des Körpers. Ich bin auch so geladen, ey, die ganze Zeit. Ich habe aber auch das Gefühl, irgendwie, ich bin mega auf Testo, Alter. Dann ist das viele Training einfach. Heute auch tun meine Hände irgendwie so weh. Aber in der Hornhaut, weißt du? Und sonst nie. Ich könnte dir jetzt einen Tipp geben, aber nicht rumheulen, nee, einfach wegschneiden. Wegschneiden, dann bist du auch schlimmer. Ich soll nicht mit dem anderen das Thema. Ja, ich weiß, aber ich schneide die einfach mal weg, dann tut das nicht mehr weh und dann kommt die halt wieder. Bitte. Echt? Also bei mir irgendwie wird es nicht besser. Ich schneide die einfach mal weg. Tut die sonst auch gar nicht weh, wenn wir es machen wollten. Also mir, ich merke das halt mal an diesen Druckstellen. Ja. Und ich schneide die dann mal weg. Dann geht es wieder 5 Trainings und dann musst du einfach nochmal schneiden. Und wieder weg. Ja. Thank you.
Ich auch. Ich finde 10 Wiederholungen einfach zu viel. Das ist ätzend. Ich finde auch 8 Wiederholungen, das ist einfach angenehmer. Ja, also jetzt sich die Satzzahl erhöht, die Wiederholungszahl ist dafür runtergegangen und ich bleibe aber beim gleichen Gewicht wie bei den 10 Wiederholungen, bis auf Weiteres. Zumindest heute ist nicht mein Tag. Montag halt, ne? So, danke. Dann hopsen wir direkt mal zur nächsten Übung. Vielleicht gibt es da ja schon eine Änderung im Plan. Korrigieren, wenn ich was falsch mache, denn jetzt haben wir tatsächlich neue. Hey, ja. Also im Plan ist sie neu. Ja. Für uns ist natürlich ein alter Bekannter. Genau. Langhantelrudern. Ja. Genau. Untergriff. Ja. Schön die Ellbogen eng am Körper ziehen. Kann man auch im Obergriff machen, ist eine leicht andere Ausführung, geht auch ein bisschen anders geht, auf den Muskeln. Ne? Genau, geht nicht auf die Rückeninnenseite, die wir jetzt trainieren wollen, deswegen schön den engen Griff. Untergriff. Genau, und die Ellbogen ziemlich eng am Körper vorbeiziehen. Leicht nach vorne gebeugt. Körperspannung natürlich. Genau, ne? Rücken gerade, Körperspannung aufrechterhalten. Wie bei fast allen Übungen stehen leicht in die Knie, damit die Bandscheiben nicht das ganze Gewicht abfedern, sondern die Knie auch. Ne? Richtig. Okay. Richtig, Alex. Ich brauchst dir ja gar nichts mehr erzählen. Ja, ich bin ja Vollprofi. Ich mache jetzt auch Trainer B. Oder? Ja? Nee. Sollen wir dich anmelden? Nee. Boah, ey, meine Hornhaut tut echt weh. Vielleicht schubbel ich die mir auch mal ab. Wie viel? 8? 12. Den Oberkörper schön ruhig halten. Boah, ich hätte auch weniger nehmen können. Danke, sagte eben 60 zu wenig. Und ihr habt. Ich gehe schon mit dem ganzen Körper mit, das ist scheiße. Genau. Ich gehe gleich auf 60 runter. Aber dreh ich mal um und mach nochmal die Übung. Ihr seht, die Schulterblätter gehen schön zusammen. Also sodass, ganz fein sauber, einfach nur so. Genau, dass man hier was zwischenklemmen kann. Das war mir jetzt zu schwer einfach. Gut. Für mich ganz ruhig dich, drauf. Genau, für dich war es ja eben zu leicht. So, dann schauen wir uns das nochmal richtig an. So, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nö, ich hoffe, das war gut. Einfach Stange Richtung Bauchnabel ziehen. Genau, Stange Richtung Bauchnabel ziehen. Naja, werdet ihr ja die nächsten Wochen noch ein paar Mal sehen. Genau, wichtig ist halt Schulterblätter zusammenkneifen. Und dann müsste das, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Müsste das passen, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Einfach so, Kino. Einfach so, Kino. Viel Spaß beim Training. Ich bin schon richtig am Zittern und hoffe, dass ich heute ein Fitnessstudio finde. Bin jetzt noch in Bamberg, muss hier gleich zu Michelin und mache mich dann auf den Weg nach Hamburg. Ich glaube, das sind auch noch mal so 6 Stunden oder was. Ja, dann komme ich heute Abend irgendwann in Hamburg an und werde mich auf die Suche begeben. Drückt mir die Daumen. Hotel muss ich auch noch buchen für Hamburg, aber naja, passt schon. Zieht durch, viel Spaß und ja. Ich freue mich auf jeden Fall dann nächste Woche mit euch durchstarten zu können. Oder vielleicht am Freitag zu schauen. Ja, der André. Schönen Gruß von ihm. Der ist diese Woche leider unterwegs, geschäftlich und kann nicht mitmachen. Wie ihr eben gesehen habt, hier, also schönen Gruß, ne?
Ja. Und danke für die sehr motivierenden Worte. Er hat noch ein Foto von seinem Frühstück geschickt heute aus dem Hotel. Äußerst gesund, ja. Aber hier schön Spiegelei. Ja. Wie ihr gesehen habt, der Duncan war am Rudern. Das heißt, auch das kennt man ja vom letzten Mal. Genau. Ja. Müssen wir erstmal mitfilmen? Noch mehr Wiederholungen rudern. Nee, weniger. Weniger Wiederholung. Ja, wir hatten vorher genau 15, ne? Richtig. Und jetzt haben wir weniger. Das kannst du einfach mitfilmen hier. Guck mal, einmal. Meine dicke Hornhaut, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Ja. Das ist auf jeden Fall mies. Also heute tut es das erste Mal weh. Vielleicht wegen des Tags Pause, oder? Kann eigentlich das sein? Nicht. Ferien schmollen mit Musik. Ja. Was für weh. Genau. So. So, Laune steigt. Jetzt bin ich leider schon durch. Jetzt ist das schon durch. Wir machen jetzt gerade Langhand. Ach nee, lang. Vorgebeugte Seitheben. Vorgebeugte Seitheben. Ja, bei mir, ich merke auch, jetzt werde ich langsam fitter, nicht mehr ganz so müde. Ja. Ne, man kommt jetzt besser rein wieder. Genau. So, wir müssen es ein bisschen noch ranhalten natürlich. So. Na, aber wir haben ja jetzt so gesehen die Übung schon hinter uns. Ja. Haben leider vergessen zu filmen. Wie Klotzköpfe. Ja. Aber natürlich machen wir das noch einmal vor für die Kamera. Neue Übung. Ne? Genau, neue Übung. Willst du einfach hier, ich habe ganz wenig Gewicht nur gemacht, genau. 8 Kilo. Kannst du damit ja einmal vorzeigen. Genau, ich hatte gerade mehr. Das wäre gar kein Problem. So. Ich würde es am liebsten genau so leicht von hinten zeigen. Wir lehnen uns halt nach vorne. Körperspannung ist wieder. Die Arme sind lang. Wir ziehen jetzt nach hinten in die Schulter rein. Genau. Hier seht ihr, wie die Schulterblätter zusammengehen. Ja, die treffen sich eigentlich schon so gut wie. Ne? Hier, da geht nichts mehr dazwischen. Und da soll die Übung ziehen. Also genau. Nach vorne beugen. Dass ihr sie schön in der hinteren Schulter merkt. Ja. So, und dann gehen wir direkt mal weiter, oder? Yes. Facepulls sind jetzt dran. Ja. Ja. Wir haben schon zwei Sätze durch. Ich würde sagen, wir zeigen dich am besten, dass die Zauber raus als bei mir. Okay. Ja. So, wundert euch erstmal nicht über meine Körperstellung. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Genau, aber es hat mehr Gewicht, als ich wiege. Das heißt, es würde mich nach vorne ziehen. Ach du, bist jetzt noch mal höher gegangen, oder was? Ja, ich wiege ja nur 75. Jetzt bin ich auf 85. Ja. Das ist ein bisschen schwerer. Stabiler Stand, Ellenbogen gehen seitlich am Kopf vorbei, Schulterblätter gehen wieder schön zusammen. Genau. Zweigelenkige Übung, ne? Ja. Merkt ihr in der Schulter. Heftige Arme hier in der Aufnahme. Lohnt sich die Aufnahme, danke. Du lohnst dich. So, habt ihr alles mitbekommen? Schön, dann können wir ja weitergehen. Alex, welche Übung machst du da? French Press. Ewigkeiten nicht gemacht. French Press, ja. Also, ich habe eben schon mal einen Satz gemacht mit 5 Kilo pro Seite. Das war natürlich viel zu wenig. Aber um mal wieder in die Bewegung reinzukommen, überhaupt. Ja, jetzt mit 15 pro Seite.
Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Das soll auf jeden Fall erstmal reichen. Boah! Nicht so viele Wiederholungen zum Glück. Ja. Trizepsübung, also nur aus dem Unterarm, ne? Richtig. Und immer oben ausstrecken. Genau, Ellenbogen bleiben stehen. Sei möglichst eng zum Körper. Ein bisschen zu schwer wahrscheinlich. Stange geht zum Kopf. Ja, mach ich. Genau, wie nennt man die hier? Wie nennt man die noch? Irgendwas mit Stirn, ne? Skull Pressure? Nee. Und? Keine Ahnung. Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht so hinterher. Sagen wir das? Ja, liegt da. Okay. Jo, gleich nehme ich 10 pro Seite. Noch ein gutes Stück runter. Zeitgründen machen wir die letzten beiden Übungen mal wieder im Supersatz. Und zwar haben wir da, wir sind schon im letzten Satz, jetzt hier einmal Trizeps drücken am Seil. Dir gefällt die an dieser krummen Stange besser, hast du gesagt, ne? Da vorne in der Ecke, glaube ich, sieht man die. Mir gefällt die am Seil tatsächlich am besten, ne? Da kann man unten nochmal schön, richtig schön, guck mal, ein bisschen zu schwer, ne? Zum Ende hin. Ja. Die kann man nämlich unten, halt mal. So richtig schön auseinanderziehen. Nur zum Verständnis, du hast eben die vorher gemacht. Ja. Weil ich meinte, Supersatz. Genau, ich habe die gerade vorher gemacht. Wie normales Trizepsdrücken auch. Unten kann man die halt richtig schön auseinanderziehen. Ich finde, das gibt nochmal so ein kleines extra Knall. Ein Trizeps. Wir haben jetzt nicht nachgeguckt, wie die gedacht haben. Keine Zeit, wir machen die jetzt hinterm Rücken. Rücken. Genau, leicht nach vorne gebeugt wieder. Genau, so ein bisschen nach vorne. Könnt ihr euch ruhig reinlehnen und dann nur aus dem Nacken ziehen. Ne? Genau. So. Ihr seht, der Arm macht nichts. Alles geht hier oben vom Nacken aus. Für den Stirnnacken. Genau, und das Schöne ist, jetzt sieht man, vor einem Monat hätte man das noch nicht filmen können beim Alex, weil da war der Hals. Da war der Hals noch nicht zu sehen. Jetzt sehen wir schön den Hals. So, fertig. Ping, 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 ping. Mach ruhig hier, film dich ruhig mit. Zeig dich nochmal den Leuten zum Ende hin. Phase 1, Phase 2, Tag 1 ist geschafft, trainingstechnisch. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Hat Bock gemacht. Ja, schön, dass jetzt wieder losgeht. Ja. Nach dieser langen Pause gestern. Ja. Und genau, ich habe richtig Bock. Jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt endlich. Muss vorbei. Endlich, endlich, endlich. Okay. So, wir sehen uns. Seid motiviert, bleibt motiviert. Jetzt. Fokussiert in der ganzen Scheiß. Genau. Seid registriert, seid archiviert. Ihr wisst, Kopf frei machen. Like a boss.